Hallo liebe Midweeps, herzlich willkommen beim Proxcast. Und wie ihr hört, bin ich weder Qbert noch Firo. Ich bin Susi oder auch Clams. Und ich bringe jetzt ein bisschen feminine Energie in den Laden hier. Und ich hoffe, euch stört nicht, wie ich rede. Daran müsst ihr euch nämlich gewöhnen. Meine beiden Gäste heute sind IT. Guten Morgen. Und Nitsch. Seid mir gegrüßt. Wie geht's euch beiden? Ich lebe zumindest noch. Das sind schon mal gute Informationen, je nach Perspektive, ne? Ich lebe auch gerade so vor mich hin, also alles ganz gechillt gerade. Also das Atmen läuft zumindest, das ist schon mal gut. Herz schlägt auch. Verdauung funktioniert. Apropos Verdauung, was habt ihr zuletzt gegessen? Ich und meine Familie, wir haben heute was bestellt, wir haben Pizza bestellt. Das heißt, ich habe heute Pizza gegessen, zumindest war das Letzte, was ich heute gegessen habe. Basically irgendwie so 3 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Bin heute erst um 13 Uhr aufgestanden. Man muss immer ausschlafen. Ja, klar. Wenn man die ganze Nacht nach Nimmis geschaut hat. Es war Schinken. Das ist also basically Schinkenpizza mit Pepperoni einfach drauf. Recht simpel. Eigentlich, also ich bin, wenn es um Pizzen geht und der Art ist, nicht wie ich so der kreativ oder so. Die Pizza muss es nicht irgendwie ultra kreativ aussehen oder wie kreativ sein. Simple Salami mit Thunfisch oder Schinkenpizza und ich bin zufrieden. Halt irgendetwas, was man halt essen kann, was jetzt nicht irgendwie nach Pappe schmeckt. Das fühle ich so sehr. Ich habe auch Pizza gegessen vor like einer halben Stunde, weil wir zu faul zum Kochen waren und deswegen gab es halt Pizza. Und es war einfach eine 4-Käse-Pizza. Ganz simpel, einfach weil ich mich nicht entscheiden wollte. Und dann habe ich nur 3 Stücke gegessen, weil ich irgendwie... Ich habe dann heute auch gefragt, gibt es die Pizzen eigentlich auch in klein? Und dann wurde mir gesagt, ja. Und dann habe ich mich gewundert, warum ich mir nicht immer die in klein bestelle. Weil ich esse immer nur maximal eine halbe Pizza und das ist immer ein bisschen sad. Also bist du nicht laktoseintolerant? Ne, das nicht. Aber Vegetarierin und da gibt's halt... Also ich finde es halt ein bisschen nervig, weil die beste Pizza auf der Welt gibt's halt in der Stadt, in der ich vorher gelebt habe. Das ist so eine kleine, süße Pizzeria. Und da ist ein Typ, der heißt Mario. Das ist kein Scheiß. Und da die Pizza Mamma Mia. Die ist einfach so geil, aber nur, wenn Mario sie macht. Weil das ist einfach so eine stinknormale Pizza. Und die schiebt er dann einfach rein, also so eine Margherita. Und dann macht er darauf, wenn die Pizza fertig ist, frischen Rucola, frische Tomaten, Knoblauch und Parmesan, genau. Und es ist so geil. So, und ich würde mir die gern hier zusammenstellen, aber es geht nicht, weil kein verfickter Pizzaladen hat Rucola oder Knoblauch. Dann musst du es halt selbst backen, kochen. Ich würde mir eine Margherita-Pizza bestellen und dann den frischen Scheiß einfach draufschmeißen und dann passt es. Ja, fertig. Was hast du zuletzt gegessen, Nitsch? Ja, also irgendwie ist Pizza bei uns heute alle so ein Ding, weil ich habe mich mehr oder weniger ein bisschen durch den Tag gesnackt und eben davon war eine Sache auch Pizza. Ganz langweilig, nur eine Margherita. Du hast ja vorhin von der Pizza Mamma Mia geredet oder so. Ich muss gestehen, es gibt Leute in meinem Umfeld, die mögen kein Rucola und ich muss sagen, Rucola ist der beste Scheiß, den es auf einer Pizza geben kann, ganz ehrlich. Also echt so. Pizza, Rucola und Parmesan und Knoblauch, das ist so das Geilste, was man einfach haben kann. Change my mind. Nee, kein Bedarf. approved. Kriegst den Approved-Stempel aufgedrückt. Geil. Finde ich nice, dass wir heute so Pizza-People sind. Wir können ja einfach behaupten, dass wir zusammen Pizza essen waren. Genau. Okay, kurze Frage. Hawaii auf Pizza oder nicht? Oder Ananas auf Pizza oder nicht? Ja. Habe ich noch nie gegessen. Als ich noch Fleisch gegessen habe, immer. Also so ohne Scheiß, das war meine Go-To-Pizza. Ich habe es zwar noch nie gegessen, aber honestly, ich finde, das klingt voll lecker. Also in meinem Umfeld gibt es wieder Leute, die sind so voll so gegen Hawaii, gegen Pizza Hawaii. Aber ich muss gestehen, irgendwie, ich finde einfach, das klingt voll nice und ich muss es endlich mal ausprobieren, weil Ananas ist voll süß und lecker und auf einer Pizza kann ich es mir irgendwie voll geil vorstellen. Es ist, glaube ich, einfach so ein Ding, was in den Köpfen von Menschen ist, bis sie das erste Mal Weintrauben mit Käse zusammen essen, dass süß und salzig nicht zusammenpasst. Aber es passt einfach so gut. Ja, natürlich passt es sehr gut. Ja, schon mal Wassermelone mit Feta gegessen. Geilster Shit. Nee, ich esse Wassermelone nur so. Solltest du wirklich mal probieren. Beim nächsten Mal dann, ja. So, was habt ihr zuletzt geschaut oder gespielt oder gelesen? Da ich weder lesen noch spielen kann, lol, habe ich mich mal wieder durch Netflix durchgeklickt. Und da ich auch über diesen Anime in den News geschrieben habe, hust, hust, muss ich natürlich auch dann, dass am 17. September der eine Anime
Adaption zu einem Videospiel, das ich so gespielt habe, rauskam, nämlich Dragon's Dogma, ein weiterer Netflix Original Anime, irgendwie habe ich, irgendwie schaue ich irgendwie, das ist irgendwie nur Netflix Original Animes, die irgendwie mehr oder weniger Airings sind, aber halt, es sind halt schon alle Folgen draußen, deswegen habe ich die irgendwie schon alle am ersten Tag irgendwie gebingewatcht. Für diejenigen, die es nicht wissen, worum es einerseits in der Serie so wie im Spiel geht, es ist halt eine Fantasy-Welt, der ist halt so Kobolde, Zyklope und der hat es also viele verschiedene Fabelwesen gibt und eines Tages taucht halt eben ein Drache auf, der halt das Dorf Cassidy angreift, in dem der Protagonist, im Anime heißt er Ethan, eben lebt und das Dorf wird halt eben zerstört, seine Familie, er hat halt eben eine Frau, die schwanger ist, die wird eben auch umgebracht bei diesem Angriff und er wird dabei eben getötet, sein Herz wird vom Drachen quasi rausgerissen. Und da er eben, so wie es eben erklärt wird, er voller Hass ist auf den Drachen, ist er halt ein, also kann er irgendwie ohne Herz noch weiterleben, so wie es scheint, und ist ein sogenannter Erwachener oder so. Und bekommt dann irgendwie dann noch eine Begleitung, eine Begleitung in weiblicher Form. Natürlich. Ja, so muss natürlich so sein, die halt eben nur diesen Erwachenen quasi begleiten und halt eben deren Aufgabe ist halt, also die Aufgabe dieser Erwachenen ist es halt, den Drachen dann zu töten. Und so gesehen ist eben dann die Aufgabe von Protagonisten in diesen 7 Folgen, die es gibt, sind nur 7 Folgen, die aber von der Länge her sehr variieren, muss man sagen. Was ist so das Längste? Also das Längste ist die 7. Folge mit über 30 Minuten, das Kürzeste ist Folge 6 mit 19 Minuten. Und da ist noch immer ein Opening und Ending dabei. Also 19 Minuten ist nicht so lange eigentlich. Ja, aber mega interessant. Also das ist halt der Vorteil von Streaming-Services, ne? Du hast nicht so einen Slot im TV, den du halt füllen musst, sondern halt einfach ein bisschen mehr Freiheit. Schon geil. Ja, eben, das stimmt. Und man erlebt quasi eben den Protagonisten mit seiner Gefährtin eben dann seine Reise, auf was für Fabelwesen quasi trifft, auf was für Menschen er quasi trifft und wie sie sich verhalten. Weil der Haken an der Serie, was es beim Spielen nicht so war, war es nämlich, dass er jede Folge ist nämlich nach einem von den 7 Todsünden benannt. Wir haben ja 7 Todsünden und deswegen eignet sich das auch gut dafür an, dass irgendwie jede Folge einen dieser 7 Todsünden quasi behandelt. Da haben wir zum Beispiel ja Hunger. Der Artikel gibt es eh auch schon recht früh am Anfang, 2. Folge schon, geht es halt darum, dass halt irgendein Bürgermeister von einem Dorf halt eben seine Leute eigentlich bestiehlt vom Essen her und die eigentlich alles dann voll hungrig sind und halt eben dieses Essen eigentlich begehren. Und soweit sie eben dann die Möglichkeit haben, dieses Essen halt zu sich zu nehmen oder eben die Möglichkeit haben, halt eben den Bürgermeister zu stürzen, machen sie quasi einen auf Battle Royale und sind alle, jeder gegen jeden, weil jeder ist halt hat Hunger und jeder will unbedingt dieses Essen haben, weil sie halt für lange Zeit eben von diesem Essen eben bestohlen wurden, weil der Bürgermeister sie halt eben davon beraubt haben. Und das ist mehr oder weniger das Theme vom Anime, dass man eben so dunkle Seiten der Menschen quasi so zeigt, so wie sie eben sein können, wenn sie in gewisse Situationen eben verfallen werden. Was ist das für ein Genre? Es wird gekämpft. Shonen, es ist Fantasy, es ist recht brutal auch. Es kommt auch nackte Haut vor. Ja, du hast Kobolde, die sind wieder am Vergewaltigen. Hust, hust. Echt jetzt? Ja. Oh, so klischeehaft. Ja, das stimmt. Kannst du das empfehlen? Was ich noch nicht gesagt habe, der Anime ist CGI only, also nur CGI, lol. Was aber überraschend gut aussieht und die machen guten Nutzen quasi von diesem CGI. Du hast halt gute Kamerafahrten. Die Kampfszenen, manche Kämpfe sind echt verdammt gut gemacht, weil du halt einfach die Möglichkeit hast, halt eben durch eben diesen, durch 3D-Modelle ja dann eben auch Kamerafahrten eben leichter zu gestalten und derartiges und dadurch sehen meine Kämpfe echt gut aus, aber der Drache sieht so scheiße aus, ich keine Ahnung, sorry, dass ich es so sage, aber der Hauptantagonist der Serie, der sieht aus wie aus der PS2-Ära und das stört mich irgendwie so, weil Protagonist und alles andere und die Monster und so, die sehen eigentlich alles dann eigentlich mega solide und eigentlich recht gut aus und die Kämpfe sind gut, aber dann sieht man so den Drachen auch so in der Nähe und es ist halt einfach nur basically so 1-2 Farben hingeklatscht und mehr nicht. So, da fehlen auf jeden Fall Details und derartiges. Würdest du sagen, dass die Story das gut trägt oder kann man die Story manchmal nicht ernst nehmen wegen dieser Animation? Ach so, da der Drache eh nur am Anfang und am Ende auftaucht, lol. Weil er ja in der Reise immer wieder auf andere Menschen und Lebewesen quasi trifft. Hat der Anime nicht wirklich eine Story? Also in jeder Folge passiert immer irgendwas anderes. Aber halt eben am Ende der Folge ist er zumindest einen Schritt näher seinem Ziel, weil er einfach dann
zumindest dann diese Hürde überwunden hat und deswegen dann einfach das weiter fortschreiten kann, ja. Und sich vielleicht auch eben auch, also man hat auch eine gewisse Charakterentwicklung in gewisser Weise auf beiden Seiten. Also einerseits die Gefährtin sowie der Protagonist, aber halt, das ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Also nicht unbedingt empfehlenswert jetzt. Es ist auf Netflix, es hat 7 Folgen, kann man es an einem Tag easy schauen. Wenn man nicht wie ich einen großen Wert auf Story und derartiges legt, ich meine, es behandelt ein paar interessante Themen, die sind eben tot sind und derartiges, kann interessant sein, aber es ist jetzt nicht so tiefgründig oder so. Und derartiges. Also man sollte ihn nicht anschauen, wenn man unbedingt eine gute Story haben möchte oder wenn man eine gute Spielumsetzung haben möchte, weil halt das Spiel ist halt komplett anders gewesen, also auf jeden Fall. Ja, dann lieber das Spiel zocken wahrscheinlich, ne? Ich meine, ich habe so das Spiel auf wenigem Anime. Echt? Ja gut, okay. Und dann, ja, Erfolg, I guess. So, Nitsch, was hast du zuletzt gesehen? Also was ich zuletzt gesehen habe, das ist eine zweiteilige OVA von Kyoto Animation. Die handelt von einem eigenen Maskottchencharakter, den man sich erschaffen hat, mit dem Namen Baja. Und die OVA trägt auch den Titel Baja no Studio. Und sie handelt von so einem hamsterähnlichen kleinen Geschöpf, das in dem fiktiven Animationsstudio Kohata Anime Studio quasi vor sich hin lebt. Die Geschichte wird dann auch quasi auf 2 Ebenen erzählt. Und zwar einerseits ist man Zeuge, wie die Maskottchenfigur Baja ihr Leben dorthin lebt und von den ganzen Mitarbeitern des Studios verhätschelt wird und denkt, alle sind meine Freunde, mir geht's hier super gut, ich bin so glücklich hier und halt auch einen etwas naiven Charakter hat. Und andererseits ist man auch Zeuge, wie das Studio, die Mitarbeiter des Studios gerade an einer Anime-Produktion sitzen. Und man merkt schnell, dass es in diesem fiktiven Studio eben eine sehr familiäre und warme Atmosphäre hat. Und dennoch gibt es kleinere Schwierigkeiten, die nun mal bei solchen Produktionen auftreten können, wenn einfach kreative Köpfe ein bisschen nicht auf der gleichen Wellenlänge stehen mal. Und zwar gibt es da dann unsere Regisseurin Kanako und die hat halt gerade auch ein bisschen Stress wegen der ganzen Produktion und die Produktion droht auch irgendwie hinter den Zeitplan zu fallen und alles. Und genau da hat man da auch wieder ein kleines bisschen diesen Stressfaktor dieser ganzen Anime-Industrie. Aber hauptsächlich fokussiert sich dann die Geschichte wirklich nur auf Baja. Wie es halt einfach da, dort seinen Alltag lebt. Und nachts ist Baja dann auch immer im Studio ganz alleine und einsam. Und immer wenn es aus dem Fenster guckt, sieht es unten vom Studio im Teich so ein kleines gelbes Entchen schwimmen, das nennt er Gachan. Und er glaubt immer, dieses Entchen ist halt total mit ihm befreundet. Aber er weiß halt nicht, dass dieses Entchen in Wahrheit einfach nur ein Spielzeugentchen ist. Und möchte es aber unbedingt mal kennenlernen. Genau. Und was jetzt auch noch sehr besonders ist, sage ich mal, oder was sehr cool ist, ist, dass nachts, wenn alle Mitarbeiter das Studio verlassen haben, dann kommen die Figuren, die in diesem Anime, die das Studio gerade produziert, die werden zum Leben erwacht. Und zwar gibt's dann auch so einmal diese Fee namens Coco und dann noch so einen Bösewicht namens Gi. Und die beiden sind auch immer ein bisschen so immer im Kampf miteinander, aber auf eine liebliche Weise. Und zwar möchte diese Fee Coco Baja immer so zeigen, wie schön die ganze Welt ist und wie toll alles ist. Und möchte Baja einfach wirklich nur zeigen, dass es sein Leben wirklich wertzuschätzen hat. Und dieser Bösewicht Gi, der ist dann halt einfach so das Gegenstück von Coco und möchte Baja halt seine Naivität austreiben und quasi so zeigen, dass die Welt jetzt nicht so ein krass wundervoller Ort ist, sondern dass es auch halt wirklich mal so düsterere Aspekte gibt und so. Zum Beispiel spricht dieser Bösewicht auch an, dass er dieses Studio unbedingt so quasi, dass er alle Mitarbeiter unterwerfen möchte und jetzt auch so richtig schlimme Arbeitsbedingungen da machen will und so. Und dann sieht man halt auch immer wie ein bisschen so diese beiden Figuren dieses fiktiven Animes, die halt nachts zum Leben erwachen, auch immer ein bisschen so hin und her sticheln. Und tatsächlich verlaufen dann diese beiden Storylines, quasi das Everyday Life at the Studio und so Bajas eigenes Leben, verlaufen dann auch immer so zusammen. Das hat man ganz lustig gelöst eigentlich und sehr niedlich. Die zweite Episode, die hat mir dann, glaube ich, noch besser gefallen als die erste. Und die handelt dann basically einfach davon, von Baja, wie es davon träumt, das Meer zu besuchen. Das ist auch total wirklich sehr, sehr süß umgesetzt.
Ja, ich finde, es klingt mega cute. Vor allem dieses, was wholesome ist, vor allem im Kontext zu deinem letzten Tosei, den du geschrieben hast. Ich bin auch endlich gekommen, den zu lesen. Und da hast du ja, also da ging es halt auch im Endeffekt darum, dass es bei Kyoto Animation halt sehr wholesome zugeht. Und es ist voll süß, dass sie das dann so auf das Studio übertragen. Und gerade diese Parallele zu der Fee und dem Antagonisten ist ja auch irgendwie, weißt du, weil der Studio macht sie lebendig durch die Animation. Und das finde ich ist so süß. Und dann halt noch dieser lehrreiche Aspekt von wegen, ja, es gibt schöne und negative Seiten. Und Bata ist dann irgendwie wie der Zuschauer, der auch durch die Animes lernt. Ich finde das mega cute. Also auch voll wie gemacht für das Studio. Also ist auch vom Studio gemacht, aber ich meine, es ist halt eine gute Repräsentation, meiner Meinung nach. Also das Studio wird auch immer wirklich als so total gemütliche Traumwerkstatt so richtig dargestellt. Nachts so richtig malerische Außenansichten vom Studio, außenrum Felder und alles. Also so richtig idyllisch wird es auch dargestellt. Was auch lustig und interessant zu wissen ist, dass es bei Kyoto Animation damals sogar wirklich eine Katze namens Kuroki oder so gab. Und die ist, also die hat in den 2000ern gelebt, mittlerweile ist sie schon verstorben. Und die durfte wirklich auch einfach ganz frei durch das Studio laufen, durfte über die Animationstische rennen und wurde auch von den ganzen Mitarbeitern des Studios immer total verhätschelt und lieb gewonnen und so. Und wenn man das weiß, dann fühlt sich dieser Anime halt auch nochmal ein bisschen warmherziger an, weil man quasi eine Verbindung zu so einem Studio-Maskottchen hatte, das auch wirklich da drin rumgelaufen ist. Es ist ein total schöner Anime, der einfach total wirklich warm ist. Also wenn man sich entspannen möchte oder so oder wirklich ein bisschen Wärme braucht, dann kann man sich diese zwei OVAs total gönnen. Wie lang sind denn die OVAs jeweils? Also ich glaube, die erste Episode war ungefähr 20 bis 25 Minuten, aber die zweite war dann schon eine halbe Stunde. Ah, okay. Aber lässt sich ja auch ganz easy gucken. Total. Und ich muss gestehen, also das ist zwar etwas ein simples Konzept, das man jetzt auch aus vielleicht Kinderserien oder so kennt, so dass nachts irgendwas in einem Museum oder in irgendeinem Ort lebendig wird, aber es ist wirklich unheimlich niedlich und ich könnte total eine ganze Serie davon vertragen. Ja, man merkt dir ja auch deine leidenschaftliche Liebe dem Werk gegenüber an. Ja, total. So, ich habe zuletzt einen Manga gelesen. Ui. Und zwar von Yosaki Saka. Ich rede schon wieder über sie. Das ist nämlich wahrscheinlich meine liebste Mangaka. Und meine letzte Rezu, da ging es auch um ein Werk von ihr. Und ich habe auch schon öfter über sie geredet. So, und es ist ihr neuestes, längeres, vollendetes Werk. Das heißt Miracles of Love. Es hat auch noch einen japanischen Titel, der sehr melodisch klingt, aber den ich nicht aussprechen möchte. Und ja, es geht halt um das Übliche, halt ein Mädchen, das sich verliebt und dann schaut man halt, ob die zusammenkommen und es ist nicht so interessant, wenn ich jetzt den Inhalt erzähle. Aber eine Sache vom Inhalt will ich erzählen, nämlich wie sich Main Girl und Main Guy das erste Mal begegnen. Nämlich ist sie auf der Straße unterwegs und irgendwie abgelenkt und plötzlich hält sie so ein Typ einfach an der Schulter fest und sie ist so verwirrt und denkt so, hä, was will der jetzt? Und so, und dann guckt sie ihn so an und denkt so, wow, der sieht ja aus wie der Prinz aus meinem liebsten Kinderbuch, wie meine erste Liebe basically und wird halt schon so rot und dann sagt er halt, scheiße. Und sie fragt ihn so, hä, warum flucht der jetzt? Was ist so das Problem? Und dann sagt er halt so, ja, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann trittst du rein und dann guckst du runter. Dann ist er halt scheiße, ne? Aber das Geilste ist einfach, wie Yosaki Saka einfach da drüber noch so eine wunderschöne Blümchenrasterfolie gelegt hat. Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt Scheiße in einem Shoujo-Manga sehe, aber es ist einfach so klischeehaft umgesetzt. Ja, ich habe halt ewig lang gewartet, bis er fertig ist, weil bei den anderen beiden Mangas von ihr, die auch ein bisschen länger sind, nämlich Blue Spring Ride und Strobe Edge, da konnte ich nicht aufhören zu lesen. Da habe ich das beides innerhalb von 2 Tagen durchgelesen, weil es einfach so gut war. Und da wollte ich extra warten. Jetzt habe ich keine Zeit, um es in 2 Tagen am Stück durchzulesen. Aber ich wollte warten, dass es halt zu Ende ist und dass ich nicht irgendwie einen Monat auf ein Kapitel warten muss. Also klare Empfehlung von mir. Lest alles von Yosaki Saka, selbst ihre frühen Werke sind damn gut. Und ich glaube, das reicht auch mit dem Fangirlen. Werdet ihr sowieso noch oft genug mitbekommen. Tatsächlich, also ich bin ja, das weißt du ja, ich bin nicht so in der Shoujo-Szene unterwegs, aber tatsächlich habe ich den Manga sogar schon gekannt. Und zwar nicht, weil ich ihn gelesen habe oder so, sondern weil tatsächlich ja auch jetzt vor 2 Tagen in japanischen Kinos ein Film dazu erschienen ist. Ja, von A1 Pictures. Ja, genau. Den will ich auch noch sehen, aber erst lese ich es fertig. Den möchte ich eben auch unbedingt sehen, weil ich habe den Trailer gesehen und der sah total cute aus, ich weiß nicht. Ich fand den Zeichenstil und alles einfach wunderschön. Kommt auch scheiße vor.
Ich hoffe es. Also wenn die Szene nicht drin ist, dann bin ich wirklich enttäuscht. Nee, also wenn dir der Zeichenstil zusagt, dann kannst du natürlich noch Blue Spring Ride gucken. Das hat ja auch eine Anime-Adaption, aber nur die ersten 12 Folgen. Und wenn es sich sehr anmacht, dann lies halt den Manga noch. Und es gibt noch so einen Kurzfilm, der ist vielleicht eine Dreiviertelstunde lang. Der heißt Hall, also H-A-L. Und da hat sie tatsächlich nur die Character-Designs gemacht. Aber das ist halt so eine Story mit so einem so ein Typen, der ist halt einfach depressiv, weil seine Freundin gestorben ist. Und dann bekommt er so ein Androiden. Nee, andersrum. Sie ist traurig, weil ihr Freund gestorben ist. Alle sind traurig. Ja, alle sind traurig in dem Film. Aber sie kriegt jedenfalls einen Androiden, der so aussieht wie ihr Freund und der sich halt alle Mühe gibt, sie für sich zu gewinnen. Und sie denkt so, ah, das ist doch voll künstlich. Aber das Ding ist, in ihr passiert natürlich trotzdem was, weil der sieht aus wie ihr Freund, der redet wie ihr Freund, der verhält sich wie ihr Freund. Und es ist halt einfach spannend, weil dann geht es im Endeffekt auch wieder darum, so ähnlich wie bei Chobits oder so, ob Mensch und Android, sofern er extrem menschlich ist, in der Lage sind, einander zu lieben. Oder ob das nicht irgendwie künstlich ist. Und selbst wenn, wäre das vertretbar oder so. Und es geht vor allem auch um Heilung für das Mädchen. Also kann ich nur empfehlen und ist halt auch wunderschön, weil Yosaki Saka die Charaktere designt hat. Ja, das klingt tatsächlich schon sehr interessant. Also ich möchte sowieso mehr in dieses Shoto-Zeug kommen. Dann werde ich es mir auf jeden Fall mal notieren und dann auch mal angucken. Ja, gönn dir. Halt, ist halt, ich glaube, das kann man auch als Shoto einordnen, aber es ist halt nur eine Dreiviertelstunde. Das kann man sich schon mal geben, ne? Dann gehen wir auch langsam über zum Demon Talk. Unser heutiges Thema ist Isekai, aber nicht irgendein Isekai-Anime oder so, sondern wir haben uns Gedanken gemacht über die Frage, wenn wir selber in irgendein Franchise rein könnten, so richtig Isekai-mäßig, welcher wäre das und warum? Und das Thema ist halt sehr interessant, weil es viele Gedankenexperimente zulässt. Ja, und ich würde einfach sagen, fang du mal an, IT. Ja, lieben gerne. Bei der Frage, in welche Welt würde ich gerne geisekalt werden, wann und warum würde ich gerne von einem Truck überfahren werden und dann in eine andere Welt katapultiert werden oder reinkarniert werden. Es hängt halt immer von sehr vielen Aspekten halt immer ab, warum oder in welche Welt man eben möchte. Die einen wollen vielleicht einfach nur ein Harem oder derartiges, weil sie vielleicht in der realen Welt aus irgendwelchen Gründen kein Harem aufbauen können oder derartiges. Oder einfach nur Ruhe haben von dem Stress, von dem Alltagsstress und derartiges. Also bei der Frage, aus irgendwelchen Gründen kein Harem aufbauen können. Kannst du da überhaupt relaten, IT? Ach, ich hab so mein eigenes Reverse-Harem. Ja, das passt ja. Das passt auf jeden Fall. Also ich gehöre mehr zu der Sorte, die halt gerne lieber irgendwo hinreisen würde, das eigentlich recht chillig ist oder halt eben chillig und gleichzeitig was erleben könnte. Und deswegen würde ich gerne Jojo Part 4 in die Stadt Moriyoshi reisen und eben dort leben, oder derartig ist. Es ist eine Kleinstadt, ich habe eine erfundene Kleinstadt ja in Japan. Es ist halt ultra ruhig dort, du bist dort eigentlich sehr nette Menschen, bis auf ein paar wenige, die halt vielleicht so mehr oder weniger halt doch recht brutal unterwegs sind, weil es ist noch immer Jojo, es ist noch immer ein Shonen. Ja, man hat dort halt eben ein schönes Kleinstadtfeeling. Ich lebe auch gerade aktuell in einer Kleinstadt und in einer Großstadt würde ich halt ungern irgendwie hinziehen wollen und Land wäre mir viel zu umständlich oder langweilig, noch langweiliger. Und in Moriyoshi ist es eben nicht nur eine entspannte Kleinstadt, du kannst dort auch noch einiges erleben. Du hast dort auf jeden Fall den Best Boy, Best Antagonist Yoshikage Gira mit seinem sehr besonderen Fetisch für gewisse Glieder, also ohne jetzt mal zu spoilern, für gewisse Glieder, Körperteile, nicht Glieder, für gewisse Körperteile, könnte man so sagen. Ja, der Gurt ist den Faden verloren. Auf jeden Fall, ja, also, ja, Leute sind mega chillig und es ist halt auf jeden Fall cool, irgendwie mit dieser Clique, so Josuke, Koichi und der andere Dude, der mit O anfängt und immer so ein Gelsenbohr. Osoyasuke, ja, richtig, genau, der ist auch recht witzig. Und dann eben auch noch allgemein wie alle anderen Nebencharaktere, die ja irgendwie freundlich werden aus irgendwelchen Gründen. Kishibe Rohan, ich würde den einfach in mein Haus einladen und der würde alle meine Spinnen wegessen. Das wäre geil. Oh, Kishibe Rohan kennen, das wäre auch so gut. Also, den habe ich nicht mal gedacht tatsächlich, aber jetzt wo du es erwähnst, das wäre ultra geil. Hey, der könnte einfach seinen Stand benutzen und Eigenschaften von dir ändern. Du könntest einfach, keine Ahnung. Oh, dann hätte ich vielleicht nicht mal Schlafrhythmus. Endlich die Lösung aller meiner Probleme. Einfach Rohan kennenlernen und der tut einfach mal einen Schlafrhythmus fixen, Alter. Oder eben, was in einem anderen Proxcast das Thema war. Du hast einen guten Wingman.
Nee, das war kein Proxas, das war Anime-Files. Ah, das war Anime-Files. True. Jetzt kommt aber eine Frage, die ist schon unausweichlich. Was wäre dein Stand? Oh, mein Stand, ja, keine Ahnung. Scheiße produzieren, keine Ahnung. Das kannst du schon, Alti. Willkommen in der Realität. Fuck. Wenn man ein eigenes Stand hat, ist nicht, wie ich viele Gedanken gemacht tatsächlich, muss ich sagen. Keine Ahnung, was. So, irgendwie so, keine Ahnung. Der Stand muss auf jeden Fall mega. Also muss so aussehen, als hätte das irgendwie 7 Nächte durchgemacht. Du musst voll die Augenringe haben. Das auf jeden Fall. Das muss er haben. Wenn ich mich enttäuscht, keine Ahnung. Wie würde er heißen? Boah, keine Ahnung. IT am besten. Ja, es muss ja schon ein Interpret sein, ne? Wie wär's mit Helene Fischer? Stimmt ja, es muss eine Band sein, ja. Ja, es muss auf jeden Fall irgendwas Deutsches sein. 187 am besten. Ich hoffe, das ist der Name für 187. Also 187, Stan, was. Stan Stewart quasi immer den eigenen Charakter immer wieder kristallisieren, ja. Und boah, was wäre denn bei mir so? Also auf jeden Fall im Monat ist es auf jeden Fall mega chillig und du könntest auch wie ich jeden Tag was Neues erleben, weil es gibt auch eben recht übernatürliche Aktivitäten in der Stadt, um es halt jetzt nicht allzu viel vorwegzunehmen, was dann noch alles passiert. Du hast einen mega coolen Antagonisten, mit dem man sich auch chillen kann. Also man kann ja auch mal über so, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du als auch so selbst ein routinierter Mensch bist, kannst du dich auch mit Kira so schön armen, so schön beide auf ein Sandwich quasi. Unter einem Baum quasi. Und einfach, ja, einfach so über seinen eigenen Fetisch einfach mit ihm einfach diskutieren. Ich glaube, das ist das sicherlich ein guter Ansprechpartner. Strumpfhosen. Ja, urteils. Ja. um nochmal auf die Frage zu kommen, was Stand nochmal, ich habe noch nicht beantwortet, was er überhaupt machen kann. Und eigentlich einfach, was er machen sollte. Also auf jeden Fall 187. Es muss nicht eine deutsche Band, sondern 187, aber die erste Band, die mir gerade einfällt. Und der ich irgendeine Art von Kontakt mal hatte. Weil ich höre nicht wirklich viel deutsche Musik, muss ich sagen. Also wie schon erwähnt, muss mega schlaflos aussehen. Also jetzt hätte ich irgendwie gerade wie ich 7 Nächte durchgemacht, keine Ahnung. Die beste Fähigkeit am Menschen mit irgendeinem irrsinnigen Schwachsinn einfach langweilen oder so derartiges, wo man einfach über irgendwelche Cold Snippets oder derartiges oder einfach über ein unsinniges Thema einfach redet und sich einfach nur dann der gegenüber sich quasi überlegt, ja, warum labert wer mich gerade damit überhaupt zu? So scheißegal, ob wir jetzt gerade darüber reden oder nicht. Also mir auch aufgefallen, dass ich das ab und zu mit Freunden eben gerne mache, dass ich einfach über Themen rede, die eigentlich schon abgeschlossen sind, mehr oder weniger, aber ich tue halt noch immer weiter darüber philosophieren. Und dann schlafen sie ein, also die Fähigkeit ist actually, Leute zum Einschlafen zu bringen und dann ergibt wieder alles Sinn mit dem Schlafrhythmus und so. Also dann schließt sich der Kreis. Ja, also das war auf jeden Fall einer der Welten, der ich dann gerne wäre. Es sind noch Dutzende weitere Animes, wo man halt noch hinreisen könnte. Keine Ahnung, wenn man unbedingt einen Reverse-Harem haben möchte, wäre Free auf jeden Fall ideal. Free wäre so ein Must-Have eigentlich schon fast. Ich meine, du hast alles, was du willst. Du hast schöne, nur keine Nippel. Gut gebaute. Das ist halt leider, das ist ein Trostpreis, aber du hast ansonsten halt schöne, gut gebaute, zum Teil auch gut geschriebene Charaktere. Habe ich schon erwähnt, dass die Charaktere schön sind. aber es ist leider keine Männernippel. Kannst natürlich auch etwas sehr Spezielles nehmen, auch mal von einem anderen erotischen Genre, Hust, Hust, Hentai, wie zum Beispiel Boku no Pico oder so. Ja, Alti, du musst jetzt noch mal sagen, welche Figur du in Boku no Pico gern wärst. Ach, uff. Warum jetzt überhaupt gerade erwähnt? Nee, also Figuren, nee. Also ich sehe mich weder als Pico, ich sehe mich weder noch als der erwachsene Mann am Anfang. Ich sehe mich mehr so als irgendwie so dieses Eis, was irgendwie so lang, irgendwie so nach und nach Picos Körper immer runter trinkt oder derartiges. Nein, passt sie mir jetzt also zu meiner Schnecke irgendwie. Ich bin ja faul hier unterwegs und ich schleim einfach andere Menschen einfach an. In Boku no Pico. Ja, da beginnt schon wieder der Trash-Talk von mir. Das ist sehr schön. So, Nitsch, in welchen Anime würdest du denn gern gehen? Also, ich hätte mich jetzt nicht felsenfest auf jetzt ein Werk festgefahren, in dem ich unbedingt wiedergeboren werden wollen würde. Stattdessen eher so in einer Welt, also so vom Setting her, von der Art her, die ich super fände. Und zwar, wir alle lieben Ghibli, wir alle kennen Ghibli und ich würde total dafür brennen, in so einer Welt wieder zu erwachen wie in Schloss im Himmel. Weil Schloss im Himmel ist, ich glaube bis heute, also ich glaube, es ist wirklich mein Lieblingsfilm von Ghibli, muss ich sagen. Und mich fasziniert einfach so diese ganzen Luftschiffe, wie die da über den Wolken rumschweben, so diese ganzen weiten Wolkenmeere.
Und dann auch noch so schwebende Inseln, die es zu erkunden gilt, das stelle ich mir einfach wirklich total abenteuerlich vor, aber gleichzeitig auch sehr romantisch oder entspannend, wenn man wirklich so oben auf einem Luftschiff ist über den Wolken und dann geht die Sonne auf und du hast so den wunderschönen Sonnenaufgang oder Untergang. Alles ist so schön in Rot gezeichnet oder so. Oder auch Nächte, sternklare Nächte über dir ist. Das ganze Himmelszelt erstreckt sich über dir. Das stelle ich mir sehr, sehr schön und entspannt vor. Aber ich habe ja gesagt, ich würde mich nicht unbedingt auf dem Berg so richtig festfahren. Also es wäre in einer Welt, in der ich gerne leben würde, wäre wie gesagt so eine Mischung aus Schloss im Himmel, aber auch Quinn Sasa. Und wer Quinn Sasa nicht kennt, das ist ein Manga, der hat auch ein Anime. Und der ist auch so, der hat auch vom Zeichenstil her auch so sehr viel Ghibli-Charme, muss ich gestehen. Und dort ist es halt so, dass es so Drachenfänger gibt, die über den Wolken umherfliegen. Und diese Drachenwesen sind halt auch nicht so wie dieser klischeehafte, dieses stereotypische Bild eines Drachens gezeichnet, sondern wirklich teilweise sehr skurrile Wesen, die da rumfliegen, die teilweise auch wirklich so wie so Fische wirken oder wie Quallen oder allgemein so ganz skurriles Unterwassergetier. Und ich wäre einfach gerne in einer Welt, wo ich einfach wirklich so über den Wolken alles erkunden könnte und wo auch so wo es auch solche besonderen Wesen gibt, die wirklich wie Fische in einem Wolkenmeer schwimmen, ebenso wie bei Quinn Sasa. Und das stelle ich mir einfach unglaublich romantisch vor. Also das wäre so mein Fav. Und was ich mir auch einfach sehr, sehr toll vorstelle, ist so diese, wie bereits gesagt, diese fliegenden Inseln, wie man sie erkunden kann und alles und, keine Ahnung, eventuell so vergangene Kulturen betrachten kann, wie jetzt beispielsweise in Schloss im Himmel. Das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Ich denke, ich wäre eher so Typ für so romantische Abenteuerwelt da über den Wolken. Wie war denn dein Gedankengang? Hattest du auch mal so Ideen? Weil das ist zumindest, was mir immer zuerst in den Kopf kommt bei solchen Fragestellungen. Weil, let's be honest, als Kinder haben wir uns alle gewünscht, irgendwelche magischen Kräfte zu haben oder so, die von Anime inspiriert waren. Ist dir dann nicht auch in den Sinn gekommen, einfach in ein Anime zu sein, in dem du basically magische Kräfte hast, also wie der klassische Isekai oder halt einfach, dass du selber fliegen kannst, weil dann bist du ja nicht abhängig von den Flugmaschinen oder dieser fliegenden Insel und so weiter. Also, ich meine, es wäre schon sehr sexy, wenn man jetzt fliegen könnte oder so von sich aus und unabhängig zu sein. Aber als Kind habe ich tatsächlich nur Ghibli-Filme gekannt und als Kind habe ich tatsächlich immer von Schloss im Himmel geträumt, dass so ein gewaltiger Roboter vom Himmel fällt, der mich dann auserwählt hat, mit mir nach Laputa zu fliegen. Und das war immer so, das war immer so mein Traum, dass ich irgendwie dann so diesen Roboter finde. Es gibt so einen Film, an den mich das erinnert, nämlich irgendwie, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber es geht halt auch irgendwie um so ein Kind, das einen riesen Roboter findet. Ah ja, ich weiß schon, welchen Film du meinst, aber ich habe auch die Mandanaro Filme auch nicht an. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Finde ich auf jeden Fall mega nice, weil ich finde diese Kombination aus, also ist ja sowieso so ein Trope auch so. Ein Golem oder so ein Riesenroboter, der mit einem Menschenjungen chillt oder so und die sind dann halt voll close und es ist aber so ein sanfter Riese und nicht so, aber kann halt auch gefährlich sein, keine Ahnung. Das finde ich ist auch eine der nicesten Szenen, wo diese Golems einfach auf dieser fliegenden Insel umherlaufen und du siehst halt einfach, die sind im Einklang mit der Natur und wollen niemandem was Böses und ja, dann passiert halt Shit. Total. Und es tut mir leid. Würdest du dich eigentlich dann sehen, irgendwie als so als Fisch quasi, der so über die Wolken so schwimmt, so wie du es ja gerade vorhin beschrieben hast? Also als Fisch würde ich mich jetzt nicht sehen. Ja, aber als Fisch ist das sicherlich auch so ein recht entspanntes Leben dann. Ja, also ich weiß nicht, ob es entspannt ist, entweder als Nahrungsquelle gejagt zu werden von Menschen oder von anderen Tieren. Ich glaube, also ich würde tatsächlich einfach gern auf so einem Luftschiff fliegen. Also so einfach der Besatzung angehören, keine Ahnung, und da oben einfach hausen. Und dann ab und an Städte besuchen, hohe Berge besuchen, keine Ahnung. Also das stelle ich mir echt traumhaft vor. Aber ein Fisch wäre ich jetzt nicht gerne. Meerjungfrau wäre wieder was anderes. Meerjungfrau habe ich mir auch schon oft gewünscht zu sein. Aber ich tatsächlich auch. Nitsch als Meerjungmann. Oh, nitsch die Meerjungfrau. Ja. Nee, aber so diese, ich weiß nicht, diese Barbie-Filme oder so, die habe ich tatsächlich als Kind öfter mal mit meiner Schwester geschaut und so. Oder auch so Findet Nemo und so. Da habe ich mir schon mal so gedacht, es wäre echt geil, wenn man unter Wasser atmen könnte und das alles erkunden könnte. Das wäre auch so richtig. Ja, richtig. Das ist ein Fisch. Nicht ganz, nur zur Hälfte, wenn dann. Ich habe aber den idealen Grund, warum Fliegen superior ist gegenüber unter Wasser atmen können. Weil im Endeffekt ist das, was cool ist an unter Wasser
atmen können, dass man auch gleichzeitig fliegen kann. So, also es ist das gleiche Gefühl wie fliegen, nur fühlt es sich halt irgendwie anders an. Aber im Endeffekt, wenn man sich so durch die Luft bewegen könnte, also so schwebend oder so, dann wäre es ja irgendwie auch fast schon wieder egal, außer dass es unter Wasser halt geil aussieht. So, die Begründung ist ganz einfach. Wenn Fische kacken, dann schwimmt die Kacke durchs Wasser. Wenn Vögel kacken, dann fällt sie runter. Deswegen würde ich lieber fliegen können als unter Wasser. Also du würdest lieber auf andere Menschen kacken können? Ja, wenn man's runterbricht... Dann ja. Nice. Das ist schon eine nice Vorstellung. Genau, vor allem, wenn Leute Scheiße labern. Und vor allem kann ich vielleicht für romantische Begegnungen zwischen zwei Individuen sorgen, ach, weil ein Mädchen fast in Kacke tritt und ihr Held aus ihrem Lieblingskinderbuch sie retten muss. Ja. Vor dem Haufen Scheiße. Ja. Ich knüpfe da einfach direkt an, weil mein Traum-Isekai-Anime ist tatsächlich das Wandelnde Schloss. Und zwar aus recht ähnlichen Gründen wie bei dir, aber bei mir ist es noch ein Ticken spezifischer. Nämlich ist es meinen gegenwärtigen Umständen entsprechend irgendwie das Logischste, was ich machen könnte. Also erstens ist es mein liebster Ghibli-Film, ja, das schon mal so als grobes Setting. Und zweitens, man hat auch ein Schloss, auf dem man rumfliegt, aber man wohnt auch gleichzeitig. Das heißt, du hast ein Zuhause. Und ich meine, das Schloss, wie es in seiner finalen Form ist, nicht während des Films. Es wäre auch okay, aber in seiner finalen Form. Dann fliegt es. Man hat sogar einen Garten noch und sowas wie einen Balkon. Das ist geil. Und das, was ich aber am allermeisten an dem Haus mag, ist halt einfach, dass es so eine Tür hat, die zu vier verschiedenen Orten führen kann. Und das Ding ist halt, dass ich jetzt recht lange eine Fernbeziehung hatte und jetzt bin ich halt umgezogen. Also es ist keine Fernbeziehung mehr. Aber ich vermisse meine Heimatstadt halt schon krass. So, aber wenn ich so ein Schloss hätte, dann könnte ich einfach hin und her reisen. Also Fernbeziehungen wären halt überhaupt kein Problem mehr. Die dritte Tür wäre dann einfach zu irgendeinem geilen Ort, den man sehr gerne mag und den man oft besucht oder so. Oder vielleicht, wenn man... Oder eine andere Isekai-Welt. Ja, oder eine andere Isekai-Welt. Isekai Inception. Oder Isekai-ception. Genau, und die letzte Tür führt natürlich immer dahin, wo das Schloss sich aktuell tatsächlich befindet. Und das ist das Geilste. Du bist auch noch konstant auf Reisen. Und es ist alles auf einmal kein Problem mehr. Das, womit ich so lange gestruggelt habe, weil so viel zu reisen, das ist halt, ich habe kein Problem damit, ich fahre gerne Zug, aber es nimmt dir halt schon Zeit weg so. Und dadurch hat man das alles nicht mehr. Und dann kommt dazu, Calcifer ist mein Lieblingscharakter. Und er wäre dann mein bester Freund und ich hätte potenziell die Möglichkeit, Magie zu lernen, weil das ja auch da so ein Ding ist. Und dann war ich halt neulich ein bisschen krank und super schwächlich und dann hätte Sophie sich um mich gekümmert. Und Haoru ist auch da und er ist hübsch, den kann man dann angucken. Und den kann man dann angucken. Einen Hund hat man auch noch. Also es ist einfach alles perfekt. Es ist halt einfach zugleich Heimat und Abenteuer. Und das mag ich halt so sehr an dem ganzen Film. Also am Anfang ist es halt nur Abenteuer, aber dann irgendwann wächst halt alles so krass ans Herz und es ist einfach so schön. Vor allem die ganzen Hintergründe und die Welt, das ist jetzt auch so am Anfang so des 20. Jahrhunderts oder so, das ist auch wunderschön. Vor allem die Hintergründe, die ganzen Landschaften, durch die du dann mit deinem Schloss reist. Ja, und auch die Ästhetik der Kleidung finde ich so nice, das trifft meine Ästhetik halt so sehr, also vor allem die Schuhe. Ich habe ein paar Schuhe, die genauso aussehen wie die Sophie trägt. Und es wärmt mein Herz halt einfach. Und ich kann den Film halt einfach wirklich jedes Mal aufs Neue sehen. Deswegen war ich ein bisschen sad über den Ghibli-Cast, als sie den dann so ein bisschen zerrissen haben. Ich habe mir den angehört und habe mir die ganze Zeit so gedacht, so, yo, ich habe voll die Gegenargumente. Ihr zerstört's meine Kindheit. Ja, ich hatte so richtig Bock, einfach mitzureden. So, aber gut, da kann man halt jetzt nichts machen. Ich hätte auf jeden Fall gute Argumente gehabt, so. Ansonsten hat mich diese Frage halt zu ganz vielen anderen Gedankenexperimenten gebracht, nämlich etwas, was, glaube ich, immer im Raum steht, sind so Shonen-Geschichten, vor allem so brutalere Sachen wie zum Beispiel Attack on Titan oder so. Und da hat man ja so das Ding, dass man denkt, ja cool, 3D-Manöver-Gear, wäre schon geil, aber gleichzeitig so, nope, da wäre ich halt nämlich in den ersten 5 Minuten tot. Aber so als Idee finde ich es eigentlich immer ganz cool. Oder keine Ahnung, One Punch Man? Hängt halt eben dann mehr davon ab, als wen du dann quasi reinkarnierst. Also so als Saitama wäre es sicherlich cool, wenn du halt der stärkste Dude im gesamten Universum bist. Aber halt nach einer Zeit wird es halt auch dann wieder langweilig.
Aber er hat dafür eine gut aussehende Klatze. Das kann man nicht abstreiten. Das kann man wirklich nicht abstreiten, ja. Keine Ahnung. Also ich kann auch zum Beispiel total verstehen, dass das Isekai-Genre so beliebt ist, weil es halt sowas mit Eskapismus zu tun hat. Deswegen finde ich es halt auch so interessant. Hätte man mich so vor 8 Jahren oder so gefragt, ob ich lieber in der realen Welt leben würde oder in irgendeiner Anime-Welt, dann hätte ich safe gesagt, ja, ich würde halt in irgendein wholesome Anime gehen, einfach nur damit, also keine Ahnung, damit es entspannter ist oder so. Oder eben typische Isekai-Eskapismus. Idee in eine Fantasy-Welt, in der ich auf einmal OP bin und alle sich auf mich verlassen. Ich kann das komplett verstehen, warum das so beliebt ist. So. Aber heutzutage, wenn ich mir die Frage stelle, dann merke ich auf einmal, ups, ich bin erwachsen geworden. Irgendwie mag ich das Real Life auch so, wie es ist. Real Life schön finden? Nee. Ich meine, dann gehe ich doch lieber in Sword Art Online und habe Harem von einseitigen Charakteren. Ja, und gleichzeitig noch eine feste Beziehung und irgendwie funktioniert es. Ja, perfekt. Nee, so for real, irgendwie zieht mich dieses Magie haben gar nicht mehr so, also doch, ich hätte schon gern Magie, aber ich hätte sie halt gern im Real Life. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde halt einfach fliegen können und unter Wasser atmen können. Meine Idee von der perfekten Superkraft wäre halt etwas, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Anime gab, der das hat. Doch, gibt es. In My Hero Academia, der eine Typ, der alles werden kann, was er ist oder so, der kann sich ja einfach Körperteile von Tieren zunutze machen. Das wäre so die eine Superkraft, die ich gern haben wollen würde, außer dass ich keine Tiere essen möchte dafür. Also, dass ich das einfach kann. Und dann, ich meine, dann könnte ich einfach zur Meerjungfrau werden. Dann wird einfach meine untere Hälfte zu einem Fisch und ich hab Kiemen und zack, bumm, Meerjungfrau. Oder ich könnte auch einfach zum Engel werden. Schwanflügel, ich bin ein Engel. Ja, und dann kann man es auch noch lustig noch kombinieren. Ja, es ist schon geil, so diese Superkraft. Ja, aber es ist halt eben auch noch die Frage, wegen diesem Isekai werden, ob man dort quasi, also eben, für wie lange bist du quasi dort Isekai? Weil du es quasi angesprochen hast, das Real Life ist jetzt nicht durchgehend scheiße und so. Angeblich. Und dann eben das eben die Frage, was man vielleicht nicht so machen kann, dass man vielleicht für eine gewisse Zeit in einer anderen Welt man ist, so wenn man vielleicht so gestresst ist oder so, oder jemand, also ultra gestresst oder einfach keinen Bock mehr hat auf irgendetwas, einfach in eine andere Welt für ein paar Wochen hinreißen und einfach dort mal chillen und so. Ja, vielleicht wird das in Zukunft irgendwann möglich sein, wenn wir einfach VR Stuff so weit entwickelt haben, dann werden wir ja auch einfach so random in eine andere Welt gehen und da irgendwelche Fähigkeiten haben. Also wenn Sword Art Online basically Realität wird, dann haben wir das im Prinzip und dann ist es ja auch nicht sowas, dass du komplett committen musst und dein ganzes Leben darauf übertragen wird, sondern dass du einfach mal so einen kleinen Abstecher machst. Ja. Kannst du mal auch mal so nebenbei mal Harem aufbauen, das geht ja auch. Ja. Ja, dann führt man ein Doppelleben. Ist doch auch geil. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, etwas Wichtiges, was man halt noch beachten muss bei solchen Fantasiesachen, ist eben das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass man einfach in Attack on Titan tot wäre. Also man romantisiert die Sachen halt krass, dass man auf einmal Fähigkeiten hat. Man ist schon neidisch, dass das Anime-Charaktere können so. Aber im Endeffekt bringt es einem ja nicht viel, wenn das Leben innerhalb des Animes, in dem man gern wäre, auch nicht so cool wäre wie das Real Life. Quasi so richtig so gefangen wie in so einem Käfig, so, wenn man es mal in Attack on Titan Worte fasst. Man ist total beschränkt. Ja, und du bist quasi in dauerhafter, also du lebst dann quasi in dauerhafter Angst, mehr oder weniger. Also im Falle von Attack on Titan. Falls dann wieder die Titanen angreifen und die ganze Stadt überrennen, man so denkt, ich will nach Hause. Wenn ich mal mit so einem Gedanken spiele, wo ich, also wenn ich mal, also ich habe ja vorhin schon geredet, dass ich lieber so über den Wolken fliegen würde und alles ganz chillig wäre oder so schöne Abenteuer. Aber wenn ich wirklich Bock hätte, irgendwie so in so einer actionreichen, so spannenden Umgebung zu leben, dann glaube ich, wäre es tatsächlich für mich Cabernary of the Iron Fortress, weil, I mean, ich finde dieses Setting des historischen Japans gekreuzt mit diesem ganzen Steampunk-Zeug und Zombies, finde ich eigentlich total cool und ich hätte schon Bock, da irgendwie so Bezug zu fahren und während ich irgendwelche Zombies so abschlachte oder so und einfach so diese durch das historische Japan zu fahren. Die Vorstellung ist zwar total geil in meinem Kopf, aber tatsächlich, wenn ich da jetzt wirklich leben würde, wie du bereits gesagt hast, Susi, ich glaube, ich wäre eher einer der Kabane, also der Toten, anstatt noch einer der Lebendigen, der noch wirklich was mitbekommt. Also. Es sei denn, du bist der Protagonist der Story. Ja, es sei denn, ich bin der Protagonist, genau. Aber dann muss ich wahrscheinlich auch arsch viel Leid ertragen und darauf habe ich, glaube ich, auch nicht so Bock. Das Real Life ist der Vorgeschmack darauf. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt das Ding mit Isekai und mit Eskapismus. Wenn du in den Anime willst, um der realen Welt zu entkommen, dann wähle gefälligst einen, der nicht schlimmer ist als das reale Leben. So. Ja, also ReZero als Superhero kann ich mir schon sehr gut vorstellen, so ein paar Millionen Mal zu sterben. Dieses paar Millionen Mal sterben ist aber dann eigentlich ja nur der Preis dafür, dass du halt einen geilen Harem hast, ne? Ja, ich meine, also für Felix würde ich alles machen.
ja. Felix wird sich da schon auszahlen. Und ein paar Hexen, die eigentlich auch tot sind, aber das ist wieder was anderes. Nee, also ohne Scheiß, wenn das Leben ein Anime wäre, dann würde ich mir wünschen, in dem Anime zu sein. Was wohl? In welchem Anime? Wenn das Leben ein Anime wäre, dann wäre ich gern in dem. Ach so, so meinst du das. Ach so, ich dachte, du meinst es ReZero. Weil es komplett verwirrt. Warum sollte man jetzt ein ReZero sein? Unbedingt. Nee, einfach nur um die Frage im Endeffekt ganz lame zu beantworten und um zu sagen, nee, ich bin eigentlich ganz gern im Real Life so. Aber wer fantasiert nicht gern mal rum? Ja, das ist, also ja. Wenn ich mal eine Fähigkeit mehr oder weniger dann eben quasi von einem Anime, ja, so, dann nehmen könnte, so in dem Sinne, dann auf jeden Fall aus Core Blue, vom Protagonisten oder am besten von einem von diesen muskulösen Typen, die können ultra viel saufen, ultra viel trinken. Das hätte ich vor kurzem eigentlich echt gut gebraucht, eigentlich. War dann in einer sehr unangenehmen Situation, wo ich zu viel getrunken habe, einfach, und am nächsten Tag einen kleinen Kater hatte. Wenn ich die Fähigkeit hätte, mehr auszuhalten, wäre das nicht passiert. Und hätte ich wahrscheinlich mehr getrunken. Fuck. Ja, und dann wäre es doch passiert. Ja, eben, scheiße. Jetzt muss ich darüber nachdenken. Wir trinkst einfach immer so lange, bis es passiert. Das ist so der Point. Aber der dauert länger und dann kann es dann sein, dass vielleicht davor dann irgendwas passiert oder weswegen ich dann aufhören würde, da zu trinken an einem Abend. Glaubst du das wirklich? Die Hoffnung ist das Letzte, was stirbt. Ja, okay. Sehr gut. Touché. Was du dann auch noch als letztes gesagt hast, nochmal so das mit dem Fantasieren. Also eigentlich ist ja wirklich dann letztlich so Real Life zwar im Sinne von, vielleicht ist es mal wirklich kacke und so und man träumt sich in eine andere Welt, aber letztlich muss man es auch mal so sehen, wenn du dann wirklich in dieser Welt wärst, dann wäre es ja eigentlich auch für dich normal und vielleicht würdest du dann von anderen Sachen träumen und würdest vielleicht von der Welt aus lieber woanders sein. Und eigentlich ist es doch dann letztlich so, dass wir sind zwar im Real Life, aber es ist doch dann eigentlich das Beste, was geht, dass wir einfach wirklich selber darüber fantasieren können, wo wir gerne sind und uns da hineinträumen können, mal um den Alltag zu entfliehen, so in dem Sinne. Es ist halt im Endeffekt eher eine Sache, was du draus machst und nicht, was es tatsächlich ist. Ja. Und das finde ich schön, so als Fazit, ehrlich gesagt. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ja. Lol. Nämlich, wie würdest du dann mehr oder weniger dann quasi dann in die andere Welt geisekeit werden? Oh ja. Das ist auch eine wichtige Frage, wie ich finde. Also würden sie auch gerne von einem Truck überfahren werden oder wie würde das dann passieren? Oder würdest du einfach wie beim wandelnden Schloss einfach lieber eine Tür öffnen, statt den qualvollen Tod zu erleiden? Also das, was am wenigsten Schmerzen bereitet. Ach, das ist ja langweilig. Oder vielleicht so ganz klassisch in der Bücherei irgendein interessantes Buch aufschlagen und dann bin ich weg. Oder einfach einschlafen und dann wache ich da auf. Wenn es an den Tod gebunden ist in irgendeiner Form, dann halt auch was Entspanntes. Keine Ahnung, aber kann ich dann nicht als alte Frau in die Welt so neu reingeboren werden, weil dann will ich erst das Leben zu Ende leben und dann entspannt entschlafen, weil das Problem ist halt, wenn man sich wünscht, irgendwie durch den Tod in eine andere Welt zu gelangen, dann finde ich es halt sad, weil manche Leute mögen mich und sind dann sad, wenn ich weg bin. Das will ich nicht. Du hast Menschen, die dich mögen? Ja, überraschenderweise, ja. Uff, ich wünsche, ich hätte das, Leute. Also, Nitsch, wie würdest du geisekalt werden wollen? Ich glaube, ich schließe mich da Klams an, dass es jetzt nicht zu brutal sein sollte. Vielleicht wäre es einfach wirklich, wäre ich auch wirklich total langweilig und würde einfach so wie in ReZero, ich stehe einfach vom Supermarkt und plötzlich blinzel ich mit den Augen und stehe in irgendeiner Parallelwelt. Also das, glaube ich, wäre so das Entspannendste in dem Fall. Ich könnte es mir aber auch süß vorstellen, so als alte Person einzuschlafen und dann wieder aufzuwachen. Ist ja eben dann die Frage, mit welchem Alter du quasi dann reinkarnierst. Kannst du quasi dann wieder... Als Baby wieder das Leben wieder von vorne genießen in einer anderen Welt. Ja. Ja, wir idealisieren das ja jetzt schon, ne? Ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. Ja. Also brutal wollen wir es nicht haben, ne? Ist ja langweilig. Ja, nennen uns halt Langweiler. Du isst sicher gerne scharfe Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt tatsächlich. Das, das tun nur Masochisten. Ich schwör's dir. Schärfe ist keine Geschmacksempfindung, sondern Schmerz. Das heißt, nur Masochisten essen gerne scharfe Sachen. Dazu stehe ich mir beim Namen. Darauf stehe ich. Dann ist es ja nur eine Vorliebe. Und wir mögen es halt eher san. Ja, also mein perfekter Abgang wäre, wie ich quasi, weil wir jetzt gerade irgendwie an einen Isekai erinnern, an diesen Schleim-Isekai quasi. Einfach irgendwie so, mit Freunden irgendwie so, quasi auch,
irgendwie so einen random Dude treffen, der dich dann bloß hier ersticht und dann quasi einfach dann zu deinen Freunden sagen, bitte, lösch meine Festplatte. Eine sehr romantische Vorstellung. Also ich glaube, wer möchte jetzt nicht auf der Straße niedergesteppt werden vor den Augen aller anderen Leute? Ah. Ja, dann bist du im Fernsehen. Dann kannst du sagen, hey, ich war mal im Fernsehen. Also da hast du immerhin einen dramatischen Abgang und hattest Aufmerksamkeit von überall. Ja, siehst du. Erfolgserlebnis, endlich mal. Ich habe ins Fernsehen reingeschaut. Und dann im nächsten Leben als Eisenburg und Pico wieder geboren werden. Oh ja, oh mein Gott, perfekte Timeline. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Habt ihr jetzt noch irgendwas zu sagen? Like, sonst sag ich was. Nämlich an alle Manga-Fans da draußen, haltet die Augen offen, weil es kommt demnächst ein neues Projekt und das könnte interessant werden für euch. Foreshadowing. Und folgt uns alle auf Twitter, lol. Ja, folgt uns auf Twitter und esst Pizza. Ja, jeden Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Auch wenn ihr laktosenintolerant seid, auch Pizza essen. Ja, dann besonders mit viel Käse. Die wichtigste Frage ist eigentlich, wie steht ihr denn eigentlich zu Pizza mit Ananas? Schreibt in die Kommentare, Pizza mit Ananas, ja oder nein? Ja, das ist die wichtigste Frage des Tages. Könnt ihr Pizza mit Ananas ertragen oder nicht? Esst ihr auch scharfes Zeug? Seid ihr auch Masochisten? Genau, und schreibt auch gerne in die Kommentare, in welchen Anime ihr reinreisen würdet. Und teilt gerne auch generell eure Gedanken zu dieser Idee mit und was gute Gründe wären, jetzt sein Leben einfach hinzuschmeißen und woanders ein neues anzufangen. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Tschüss.